Komiker und Schauspieler Karl Dahl ist tot. Erst Anfang November übernahm er eine neue Rolle in der ARD-Serie Rote Rosen. Am Montag ist der 79-Jährige gestorben. Der Komiker und Schauspieler Karl Dahl ist tot. Er starb am Montag im Alter von 79 Jahren. Wie seine Familie der deutschen Presseagentur mitteilte. Dahl habe sich von einem Schlaganfall, den er vor 12 Tagen erlitten hatte, nicht mehr erholt. Trotz Einsatz aller technologischen und intensivmedizinischen Maßnahmen ist er heute friedlich eingeschlafen. Ohne vorher noch einmal das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Er hinterlässt eine Ehefrau, Tochter und Enkelin, hieß es in dem Schreiben der Familie. Er war nicht nur ein beliebter Komiker und Entertainer, sondern vor allem ein außergewöhnlich liebenswerter und netter Mensch. Seit Anfang November die Rolle des Altrock-Stars Richie Ska in der täglichen ARD-Serie Rote Rosen übernommen. In Lüneburg, wo die Telenovela gedreht wird, erlitt er dann am 11. November einen Schlaganfall mit Hirnblutungen. Dahl hatte seine Karriere mit der Gruppe Fensterbock Co. begonnen. Später moderierte er als Blödelbader und Karlauer König im Fernsehen Talkshows. Platzierte sich mit Schlagern wie Diese Scheibe ist ein Hit und Millionen Frauen lieben mich in den Charts und stand als Schauspieler in zumeist kleineren Rollen für diverse Komödien vor der Kamera. Eine eigene TV-Sendung wie einst die Formate Dahl. Ass, 1985 bis 1991 auf RTL und Jux und Dahl Ere, 1992 bis 1994. Auf Sat.1 hatte der Entertainer seit längerem nicht mehr. Deutsche Presseagentur,